euch und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 19 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Vorhin gab es um 17 Uhr eine neue Folge der FIFA Mobile Road to Glory. Ich hoffe, dass ich es auch so weiterhin schaffe, in Zukunft so aktiv zu bleiben. Also wenn ihr die Road to Glory Folge verpasst haben solltet, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und ich weiß, die ersten zwei Stunden, glaube ich, gab es kein Thumbnail. Das habe ich jetzt hier eingefügt. Ich werde es auch nochmal, denke ich mal, morgen Vormittag in den Community-Tab packen. Auf jeden Fall, ja, werde ich heute hier zu Beginn der Folge, Leute. Ich habe mir was überlegt. Das Premier League Tots ist ja jetzt eh rum. Und ich möchte das Premier League Tots Turnier-Event auch nicht mehr spielen. Deswegen werde ich meine Premier League Tots-Spieler, die ich jetzt noch habe, und halt auch alle anderen Spieler heute endlich mal verkaufen, Leute. Ich werde meine Spieler verkaufen, die ich nicht mehr brauche. Und dafür muss ich ja meine Premier League Spieler hier in diesem Team erstmal rausnehmen. Am besten, ich bastel mir hier gleich wieder ein 100er Team. Weil wir brauchen ja das 100er Team, obwohl, nee, wir brauchen ja eh. Welches Tots kommt am Wochenende? Entweder La Liga oder Bundesliga, ne? Ich glaube eher, also ich würde es feiern, wenn Bundesliga kommt, obwohl am Wochenende bin ich halt Samstag den ganzen Tag nicht da. Ich weiß nicht, wie ich es mache mit der, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es mache mit der 20 Uhr Folge. Wahrscheinlich nehme ich am Freitagabend dann schon die Folge für Samstag auf, weil ich bin frühs komplett, also ich bin direkt am Vormittag los und komme erst abends ganz spät wieder nach Hause. Deswegen werde ich es nicht schaffen, die 20 Uhr Folge am Samstag aufzunehmen. Aber natürlich kennt ihr mich ja, Leute, ich werde es trotzdem schaffen, eine Folge für euch rauszuhauen. So, wen nehmen wir hier? Derby Laney nehmen wir hier. Derby Laney, stellen den dann rüber. Wegen Paco Alcacer ist eigentlich egal, wegen Diallo. Dann Doherty den, obwohl Doherty, da macht es eigentlich keinen Sinn, den zu verkaufen, weil der eh nichts wert ist. John Stones macht, da macht es aber schon mehr Sinn, den zu verkaufen. Dann kommt Smalling wieder rein, den hatte ich ja vorher auch in diesem Team. Obwohl ich Smalling eigentlich auch verkaufen könnte. Oder gibt es nochmal ein Champions League Turnier? Leute, gibt es zum Finale nochmal ein Champions League Turnier? Weil zum Champions League Finalturnier braucht man dann ja auch wieder Champions League Spieler. Also sollte ich die Champions League Spieler lieber noch nicht verkaufen. Deswegen bleibt Smalling erstmal in diesem Team. Lucas Digne muss noch raus und dann kann ich die Tots hier erstmal verkaufen. Lato kann rein. Ich hoffe, habe ich jetzt 100? Ja, perfekt. Immer noch die 100er Bewertung. Was ist das hier für ein Team eigentlich? Ach, mein Dortmund-Team hier. Hey, ja, BVB. Hey, ja, BVB. Hey, ja, hey, ja, BVB. Aber GG an die Bayern. Definitiv verdient Meister geworden, wenn man so am letzten Spieltag abrasiert. Also, das war schon richtig heftig von den Münchnern. So. Was habe ich denn jetzt alles, was ich verkaufen kann hier? Ich habe zweimal Lacazette auf jeden Fall. Das ist schon mal nice. Ich habe einen Mané. Ich habe einen Dembélé. Die Frage ist, sollten wir die aber noch behalten wegen dem Tots Champions League Turnier? Tots Champions League. Nein, wegen dem Champions League Turnier. Vielleicht kommt ja noch eins. Deswegen verkaufe ich erstmal nur die Premier League Spieler. Fekir kann ich auch nochmal raufstellen. Stones und Madison macht auch keinen Sinn, den zu verkaufen. Aber Digne ist, glaube ich, schon. Ist Digne was wert? Also, wir gucken auf jeden Fall die Spieler hier mal nach. Lacazette, Fekir, Stones und Digne. Doherty ist nichts wert, das weiß ich. Von meiner Road to Glory, weil ich den da auch immer für 250.000 Münzen sehe. Aber ich möchte mir Doherty nicht holen, weil der halt nicht in meine Formation reinpasst in der Road to Glory. Road to Glory Folge natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr mich noch extra supporten wollt, Leute, ich glaube, das hatte ich so gut wie gar nicht in den 20 Uhr Folgen angesprochen, könnt ihr sehr gerne VIP werden auf meinem Kanal. Der Link dazu ist auch immer unten in der Videobeschreibung. So, Lacazette. Lacazette 92 habe ich ja zweimal gezogen. Und der bringt 3 Millionen, 3,5, 3,6, 3,7 ungefähr so. Okay, dann stelle ich den für 3,7 ungefähr rein, dann passt das. Und dann hatte ich noch einen Stones, das heißt 2 mal 3,7 sind schon mal, was schreibe ich denn hier? 3,7 sind dann 7,4, habe ich dann schon mal 7,4 Millionen. Das heißt, ich habe schon mal wieder die 30 Millionen. Wieso stelle ich jetzt 80 ein? Der hat 88, der Kollege. Stonesy Bonesy hat, der bringt 2,5 Millionen, den hatte ich ja auch gekauft, also damit mache ich jetzt keinen Profit, aber ich werde ihn halt wieder verkaufen, so. Dann noch Digne, 86er. 300.000, ja, den
Komm, den können wir auch nochmal verticken. Den können wir auch nochmal verkaufen. Das heißt, Lacazette 3,6 und 3,7. Machen wir 3,75, Leute. Machen wir 3,75. Vielleicht geht er jetzt sofort raus. Und wenn nicht, dann stelle ich ihn halt nochmal ein bisschen günstiger rein. Der andere Lacazette genauso. Dann hatte ich einen John Stonesy Bonesy. Den stelle ich für 2,4 und 2,45. Und dann, weil es so schön war, noch einen Lucas Digne. Der bringt überhaupt nicht viel. Ich verkaufe ihn aber trotzdem nicht 30.000, sondern 305.000. Dann kann sich jemand freuen, den zu kaufen und vielleicht nochmal für 20.000, 30.000 mehr zu verkaufen. Die anderen Spieler, ja, die kann ich eigentlich alle, Leute, die ganzen Elite-Spieler kann ich hier verwenden, um meine Spieler zu trainieren. So ein Ding ist das nämlich. Fekir aber noch. Also Fekir könnte ich dann doch nochmal verkaufen. Weil ich glaube, der wird nochmal ein bisschen mehr bringen. Die Meisterspieler, die ich da habe, diesen Wött und Hött oder wie die heißen da, die habe ich mir aufgespart, um halt auch meine Spieler zu trainieren, weil die halt nicht so viel wert sind. Und Erfahrungspunkte für so einen Meisterspieler sind schon ordentlich. Fekir bringt auch nochmal 400.000 Münzen für einen 89er. Macht es eigentlich auch keinen Sinn, den zu verkaufen. Ne, Leute, den behalte ich auch, den werde ich jetzt hier rein trainieren. Obwohl, soll ich jetzt schon meine Spieler trainieren? Ich möchte ja eigentlich die 100 Millionen Münzen-Marke mal irgendwann mal in Zukunft. Das wird wahrscheinlich noch Wochen dauern. Wir gucken einfach mal, Leute, wir gucken mal. Wenn ich jetzt hier Marcelo trainieren würde, mit den ganzen Spielern, die ich hier habe. Ja, freischalten. Ja, freischalten. Also Marcelo könnte ich auf jeden Fall um eine Bewertung schon mal hochtrainieren, auf 98. Und mehr als 98 kann ich ja aktuell nicht trainieren. Mehr habe ich nicht freigeschaltet. Also ich könnte jetzt Marcelo trainieren, so vom Ding her. Soll ich das machen für 900.000 Münzen? Welche Spieler habe ich denn jetzt alles reingemacht? Okay, das geht klar. Wen habe ich hier alles reingemacht? Ja, geht auch klar. Ja, komm Leute, wir trainieren jetzt Marcelo. Weil Marcelo, Toti, den habe ich schon so hoch trainiert. Das macht's auch, da macht es auch keinen Sinn mehr, den irgendwann zu verkaufen. Sondern der wird einfach hinten links bei mir drin stehen bleiben, der gute Marcelo. Deswegen zack, komm, ich drücke jetzt hier auf trainieren, Leute. Die 900.000 Münzen, wir haben jetzt wieder Lacazette gerade raufgestellt. Und auch schon den ersten oder vielleicht sogar alle direkt verkauft. Was ist da los? Schauen wir mal, wen haben wir? Oh, 4. Lacazette, den ersten Lacazette haben wir direkt hier vertickt. Und der zweite kommt direkt hinterher, oder was? Der zweite kommt direkt hinterher. Wahrscheinlich macht jetzt damit jemand 200.000, 300.000 Münzen Profit, weil ich die halt ein bisschen zu günstiger reingestellt habe. Aber sei es denjenigen gegönnt, der jetzt die Lacazettes gekauft hat, ne? Sei es denjenigen gegönnt, weil ich habe sie ja eh gezogen. Hätte ich sie jetzt gekauft, hätte ich sie natürlich nicht für günstiger reingestellt, als ich sie gekauft habe. Ist ja auch logisch, ne? Aber so kann man es mal meiner Meinung nach machen. Ich hätte natürlich den billigsten auf dem Transfermarkt nachgucken können und dann hätte ich meinen Preis da so anpassen können. Ich habe es jetzt einfach so Pi mal Daumen gemacht, aber sollte schon passen. Ich habe jetzt wieder die 30 Millionen, Leute. Dann gucken wir nochmal im Mittelfeld nach, ob wir da vielleicht den einen oder anderen trainieren können. Messi, ZOM. Aber ZOM ist so die Position, wo da sage ich, ah, die ist vielleicht noch nicht sicher, obwohl es halt ein Messi ist. Hullet muss eigentlich sicher sein, weil es eine Icon ist. Neymar ist überhaupt nicht sicher am linken Flügel, da würde ich sehr gerne einen anderen linken Flügelspieler haben. Aber Donnarumma könnten wir eigentlich. Habe ich da überhaupt was? Da habe ich ja gar nicht viel. Okay, Donnarumma lohnt sich auch nicht, den zu trainieren. Ja, Skillboost, wieso habe ich einen Skillboost? Schießen? Ach, Paco, weil das andere Team aktiviert ist. Ah, okay, verstehe. Muss ich die jetzt hier nicht unbedingt trainieren? Ich gehe rein ins Tots-Event, das habe ich hier heute noch nicht gespielt. Einmal das Skillspiel, dann machen wir das Versus-Angriffsspiel noch und die Inform-Packs, die gibt es natürlich auch noch. Das ist ja mal ganz klar, Leute. Freitagabend versuche ich dann noch zu Livestreamen, Leute. Um 20.45 Uhr ungefähr werde ich starten, weil um 21 Uhr ist ja die Aktualisierung. Und ihr habt euch gerade wahrscheinlich gewundert, wieso ich hier gerade so hin und her geguckt habe. Da war so eine kleine, wie sagt man, nicht so eine normale Fliege, sondern so eine richtig kleine Mini-Fliege. Und die, Leute, die ist schon mindestens eine Woche in meiner Wohnung, aber ich krieg sie nie. Ich kriege sie nicht weg. Weil die immer so schnell ist, Leute. Die hat eine komplett andere Geschwindigkeit drauf und meine Reaktion ist...
Und ich bin ja nicht mehr der Jüngste, ne? Meine Reaktion. So, gehen wir rein ins Tots-Event. Let's go. Paco Alcácer im rechten Flügel. Schauen, was das wird. Und der hat hier einfach einen Aubameyang. Der hat einen Aldevaral. Der hat einen Heung-min vorne drin. Ja, moin. Der hat einfach mal komplett eskaliert mit dem Premier League Tots. Ich werde bis zum letzten Tots warten und dann eventuell beim letzten Tots richtig angreifen, sodass ich da halt die ultimativen Punkte bekomme. Und mit den ultimativen Punkten kann man sich richtig... Leute, also die ultimativen Tots, die werden so heftig werden. Die werden so heftig werden. Die werden so heftig werden. Geiles Deutsch mal wieder, Pax Raider. Richtig geiles Deutsch. GG. Ich grüße meine Deutschlehrerin von damals. Läuft bei mir auf jeden Fall. So, 3-1. Solide Führung. Wenn ich jetzt so weitermache, dann ist alles tutti frutti Delaney, Derby Laney hier. Und Sancho mit dem 5-3. Die nächste tolle Chance, Paco Alcácer mit dem 6-3, Jawolski. Und runter und Sancho Banjo geht, kommt nicht vorbei. 6-4, was mache ich? Bei solchen Chancen weiß ich nie, wie ich da halt diese Chancen rausspielen soll. Kommt Sancho, ey, Sancho, jawohl, 7-5. Delaney, macht ihn nicht. Oh, das wird nochmal eng, Leute, das wird jetzt hier nochmal eng. 7-7, ich hab's euch gesagt. Mensch, Alcácer, Paco, mach ihn doch, Junge. Paco, du Esel. Nein. Ey, ich hab's... mehr oder weniger gut angefangen und jetzt verkacke ich hier das Spiel noch am Ende. Gewinnen werde ich es auf jeden Fall nicht. Unentschieden werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr spielen. Jawolski, ich verliere das Spiel. Wie viele Tots-Punkte habt ihr eigentlich? Schreibt es mal unten rein in die Kommentare. Ich habe jetzt 765 hier am Start. Hashtag Tots und dann eure Punktzahl. Mal gucken, wer die meisten Tots-Punkte hat. Aber Leute, seid ehrlich, ne? Seid ehrlich und ihr müsst jetzt nicht irgendwie 5000 unten reinschreiben in die Kommentare. Wahrscheinlich wird das jetzt Top-Kommentar sein. Hashtag Tots 20.000 Punkte oder so. Ich kenne euch Schlawiner doch. In Form Packs, die will ich auf jeden Fall jetzt hier noch raushauen. Das 750er Pack gibt es dann morgen. Ich muss aber dafür noch... Habe ich das Gratis? Ne, das Gratis-Pack muss ich auch noch öffnen. Dann muss ich noch ein Skillspiel machen oder ich mache ein normales Versus-Angriffsspiel noch. Ja, Leute, ich mache noch ein normales Versus-Angriffsspiel, weil ich habe ja das Versus-Angriffsspiel eben auch verloren. Und mit der Niederlage hört man ja normalerweise eigentlich nicht auf. Deswegen mache ich noch ein normales Spiel, weil ich halt auch nochmal die 10-Tore-Marke brauche, um die Inform-Packs öffnen zu können. Und mit dem 109er-Team spiele ich auch ein bisschen lieber als mit dem 100er-Team, was ich da am Start habe. So, switchen wir mal rüber zu diesem Teamchen hier. Also, wenn ich einen noch... Was heißt einen? Also ein Carvajal ist für mich nicht safe hinten rechts, ein Nesta eigentlich auch nicht, ein Piqué eigentlich auch nicht. Ich zähle mal die Spieler auf, die wirklich zu 100%, also wirklich zu 100% safe sind. Marcelo, Hullet, Meier und Ronaldo. Die alle anderen, Sancho ist für mich auch nicht so 100% gesetzt. Klar, Sancho ist ein sehr guter, aber für mich jetzt nicht so, wenn ich jetzt einen anderen, wenn ich in der Lage wäre... Und die Möglichkeit habe, vielleicht mit einem zukünftigen Event oder beim Bundesliga-Tots oder keine Ahnung wo, einen geileren rechten Flügelspieler zu bekommen, dann würde ich auch so unter Umständen einen Jadon Sancho ersetzen. Da bin ich ehrlich, Leute. Da bin ich jetzt hier mal einfach verdammt nochmal ehrlich. So, Pack können wir aktivieren. Und dann gehen wir rein ins nächste Gamechen. 123er Gesamtbewertung. Was läuft denn bei diesem Jule-Rang falsch, Alter? Komm, ich möchte das Team von Jule-Rang sehen. Wieso geht denn das nicht? Komplette Bestenliste, Jule-Rang. Leute, haltet euch fest, Korea Devils. Oh mein Gott. 123. Und der hat einfach mal komplett hier. Alter Falter. Cruyff als Prime-Icon. Henri van Basten, Rivaldo, Lora Matthäus, Dembele, Roberto Carlos, Van Dijk, Ramos. Alter, wie geil sehen diese Karten bitteschön aus. Schaut euch mal diese Ramos-Karte an. WTF, Mann. 123, Alter, ich komme nicht drauf klar, ne? Ich komme nicht drauf klar. Ich weiß nicht, wie viel Echtgeld die da reingebuttert haben. Wahrscheinlich sind das auch echte Fußballprofis, die hier FIFA Mobile spielen und einfach mal, ja, einfach mal so 10.000 für jedes Event raushauen.
Also Fußballprofis können es natürlich, weil sie verdienen natürlich ordentlich und ja. So, schauen wir mal. Let's go, gehen wir rein ins Versus Angriffsspiel und mal gucken, ob wir das gewinnen können. 103, ja, das sollte eigentlich, wenn alles normal läuft, machbar sein gegen Pochettino. Pochettino. Und was habe ich jetzt gelesen? Julian Brandt zu Borussia Dortmund. Leute, wie heftig wäre das? Aber ich würde es auch schade finden für Leverkusen. Muss ich jetzt hier einfach mal sagen, weil Leverkusen mit Havertz und Brandt, das waren so die zwei Spieler, die Leverkusen ausgezeichnet hat, meiner Meinung nach. Brandt und einen Kai Havertz. Vielleicht wechselt ja Kai Havertz auch noch, das wär's. Kai Havertz zu den Bayern noch. Aber ich finde es schade, dass Brandt. Und ich finde es aber, ich muss sagen, ich finde es schade, nicht für Brandt. Für Brandt wird es sich definitiv lohnen, weil Dortmund ist halt ein anderes Kaliber als Leverkusen. Ist einfach so Real Talk. Ich finde es gut für Dortmund, weil Brandt ist eine Verstärkung für das Team und ich finde es schade für Leverkusen. So ist meine Meinung. Genau. Und ich würde es auch, also ich hätte es auch nicht schlecht gefunden, wenn Brandt zu den Bayern gegangen wäre. Aber am besten hätte ich es gefunden, wenn Julian Brandt noch ein Jahr in Leverkusen geblieben wäre. Weil sie haben sich ja jetzt für Champions League, ne, sogar geschafft zu qualifizieren. Durch den souveränen Sieg gegen wen haben sie nochmal am letzten Spieltag gespielt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, komm, 6, lol, Pfosten, ich wollte schon sagen 6 zu 0 hier. Aber der Gegner spielt wohl nicht mit, weil er sich gedacht hat, nö, 6 Bewertungen hat der Gegner besser, da spiele ich einfach mal gar nicht. Und ich hätte eigentlich auch nicht spielen müssen, dann hätte ich trotzdem gewonnen. Also ein Tor hätte ich machen müssen, hätte ich gewonnen. Aber man weiß es ja nie vorher, ne? Man weiß ja nie, wenn das Spiel beginnt, ah komm, spielt der Gegner überhaupt vernünftig oder nicht? Das weiß man ja vorher nicht. Deswegen habe ich jetzt hier mal normal weitergespielt. 7 zu 0. Gewinne ich das Ding hier und dann gehen wir noch rein in die Inform-Packs, Leute. Und ich hoffe, dass da was Ordentliches dabei ist. Ich hoffe auf einen schönen Elite-Spieler. Und morgen kriegen wir ja sowieso einen, Leute. Morgen in der Folge gibt es dann das 750er Pack. Und da habe ich ja sowieso einen zu 100% drin. Aber ich hoffe, dass ich jetzt hier nochmal einen bekomme. Zack, zack. Es gibt ja nur noch zwei Inform. Also es gibt noch zwei Team der Woche. Also, nee, es gibt noch ein Team der Woche. Oder gibt es noch zwei? Auf jeden Fall Ende Mai ist halt Schluss mit dem Team der Woche. Dann gibt es das Team der Woche Event nicht mehr, weil halt die ganzen Ligen pausieren. Und dann macht es weniger Sinn, die Informs, also ein Team der Woche zusammen zum Basteln von EA. Und ihr habt es gesehen, es war nichts drin. Mal wieder normale Goldspieler. Das soll es gewesen sein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo oder checkt die Road to Glory Folge ab. Ich bin jetzt raus. Haut rein und tschüssi.